Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zum allerletzten MotoGP-Rennen auf unserer Suzuki. Wir starten ja in Valencia. Der Grund, warum ich hier jetzt vor dem eigentlichen Bad noch einmal kurz was aufnehme, ist, dass wieder mal der Ton oder mein Kommentar nicht so laut ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe keine Ahnung, was sich da wieder verstellt hat, ob es das Spiel ist, was ein bisschen lauter geworden ist, oder mein Mikro irgendwie ein bisschen leiser. Man versteht mich zwar, also vor dem Rennen, nach dem Rennen auf jeden Fall, werden Rennen nur etwas schwieriger. Also nur kurz zur Info und sorry von meinerseits, aber ich kann es, man hatte leider keinen Speicherstand mehr, sonst hätte ich es noch einmal gefahren. Nachkommentieren brauche ich es im Prinzip auch nicht, weil dann hört man das andere ja doch noch ein bisschen und es ist auch ein bisschen sinnlos. Also ein ganz großes Sorry. Ich weiß nicht, warum das genau beim letzten Grand Prix jetzt wieder mal sein muss, aber ja. Was soll's. Beim nächsten Mal kriegen wir es wieder raus. Und dann passt es wieder. Dafür schauen wir uns hier ein bisschen in der Garage noch einmal das Motorrad an. Und ich lasse euch jetzt mit dem Bart dann quasi alleine. Und ihr könnt euch das Rennen ja trotzdem in aller Ruhe anschauen. Das ist ja alles ganz normal drauf und plus dazu danach und dann die Testfahrt mit dem nächstjährigen Motorrad. Da werde ich dann zum Schluss eher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, welches Modell und was ich mir da vorstelle, generell jetzt, also Modell im Sinne von, ja, ich sage nur Thema Cockpit-Ansicht, werden wir testen. Das werde ich aber dann zum Schluss eh nochmal kurz besprechen, soweit habe ich mich dann eben in das Motorrad nicht läuft. Also noch einmal großes Sorry meinerseits. Und ja, schaut euch einfach das Video an, das Rennen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder in gewohnter Tonqualität, sage ich mal. Ja, sorry noch einmal. Aber viel Spaß beim Rennen, beim Saisonfinale auf unserer Suzuki im letzten Rennen dieser Saison. Ja, viel Spaß. Ja, und somit ein herzliches Willkommen zu MotoGP 15. Das Finale in Valencia und wir starten auch gleich rein ins Rennen. Ich fahre alles so wie immer, dass wir da nichts verzehren. Ich kann nicht so zum letzten Rennen 100% oder 50% fahren. Wir fahren alle Rennen so wie immer. Ja, ich auf P4, Marquez auf der jetzt. Ich bekomme die Farbe vom Flam. Nicht mehr. Das ist aber wirklich gut. Ich kriege den Druck. Aber zuvor zu der Gang. Super stark mit so einem Handy und vor. Wenn man ein bisschen auszieht, jetzt haben wir nur... Ja, hat nicht mehr gelassen, dass nicht da irgendwie kracht. Ja, da geht's ja auch um nichts. Da hält er ja rein. Sehr gefährlich. Ja, zu wenig Traktion, muss ich beschleunigen. Hier müssen wir bald vorbei. Der berühmte 5. 6. Platz nach der Pulau. Ja, das war nicht schlecht, den haben wir geholt. Jetzt haben wir unsere 5. Position, oder? Marquez auch nervös. Jetzt sind wir, jetzt wollen wir das überwinden. Was ist hinter ihm? 4-5. Das reicht. Moment. Im Erster von Lorenzo, ja, haben wir Doppelführung. Marquez kämpft da mit Dovizioso und ich hin dran. So, sollte ich nicht.
könnte man es versuchen. So muss man auch den Ball hier vom Benzin aufpassen. Mal den Umweg. Ich glaube, das ist ein Weg wie die KI. So. Oh ja, ja. Wieso? Sehr gefährlich gerade, ja. Ist da mag das dran, weil ich schon der die zwei ja noch den holt in den letzten. Ich wollte nicht einholen, das ist eigentlich relativ egal. Ich glaube, ich sollte nicht verholen. Das ist relativ safe eigentlich. Aber wenn unser Bett nicht unser Depot gut ist, können wir auch versuchen, Marken anzugreifen. Ich glaube, ich kann den Anzug hier drauf machen, aber bei Kriegsburg kommt das wirklich hin drauf. Fahren, das heißt, bewusst nicht nur irgendwie fahren. Hier muss ich nichts genau. Beide stürzen, das muss man wieder nicht. Das ist von mir was probieren. Aber weiß ich nicht. Oder? Oder nicht. Nur leider zu spät kommen, dann wissen wir den Spiel nie. Aber also generell nicht. Weltmeister.
Hi Marc, ich bin zurück. Alles safe?
unfassbar. Rutsche ich in der... Warum? Ist das random, wie man da rutscht oder was? Das gibt's nicht. Egal, wir sind in der Marke, alles im grünen Bereich. Unvorstellbar. Rutschen wir da wirklich wieder weg. Das ist aber nicht die letzte Runde, witzigerweise. Zwar zum Schluss, aber oft mit Spitzern was drin haben. Dann dort. Wir wollen schon vor Markus hier noch ins Ziel kommen. Aber wir wissen nicht, wie schnell das geht hier irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo es hin ist. Der Vorderreifen blinkt schon. Ach du Scheiße. Der blinkt deswegen weggerutscht, wenn wir anbremsen. Das kann sein. Sehst du was? Ich glaube, die kurzen Rädern hätten wir da vorne eventuell einen Haufen aufziehen können. Aufpassen bei der Schräglage von der Bremse. Nicht zu sehr ans Limit gehen. Ja, das macht gut. Bleib. Und raus wieder. Aufpassen vor der Reifensoftware. Die letzte Runde in unserer Suzuki-Saison. Bei Motogp 15. Allerletzte Runde wieder mal. Und eine Saison neigt sich wieder langsam aber sicher dem Ende zu. Bemerkt, ein kleiner Sprung drin, ein Ruckler, was weiß ich, und da haben wir die Zielfahrt und das war's mit der Saison 2015, nein, mit MotoGP 15 auf das Suzuki in unserer, ich weiß nicht welche Saison, fünften, vierten, fünften, keine Ahnung. Podest, am Park begrüßen, aber hier sind sehr schön, Rossi, Lorenzo, Baum, Marquez, Dovizioso, Unione, Pedrosa, Quatsch, das ist, und wir sind, ja, mit 10 Punkten Vorsprung jetzt vor Marquez, dann Lorenzo. Rossi, Dovizioso, Pedrosa, Gerone, Elish Espargaro, unser Suzuki-Teamkollege, dann Crunchlow, den haben wir hier um einen Punkt geschlagen. Schlecht für Crunchlow, dann Swiss, Ole Espargaro, Petrucci, Vinales, Hernandez, Redding. Sehr schön. Dann auf 17. So, nein! Verdammt, jetzt hat uns Yamaha in der Herstellerwertung noch um 2 Punkte überholt.
Ach du meine Güte. Ja, okay. Alles kann man nicht gewinnen. In dem 18. Rennen der Meisterschaft wird Bernie Baum Weltmeister. Mit dem 87 auf Suzuki. Sehr schön. Perfekt. Perfekt, Freunde. Platz 3 ist ein exzellentes Resultat und eine Ankündigung, dass noch höhere genau. Plätze auf dem Podest auf ihn warten. Ja, Jeff noch einmal, danke. Rossi und Lorenzo sind im Hintergrund. Wunderbar. Sehr schön. So, jetzt kommt natürlich schon das, wo wir uns ein neues Team aussuchen wollen. Und da kommt auch schon das, was ich eigentlich sagen wollte. Grundsätzlich werde ich jetzt einmal auch die Saison primär mal mit Alex Hofmann mal fertig fahren, mit der Kawasaki. Und so nicht gleichzeitig, aber so ein bisschen nebenbei, bis wir Alex Hofmann fertig haben, werden wir die neue Saison fahren. Wir schauen uns einmal auf jeden Fall mal als erster die Angebote an. Oder ich mir. Das wäre natürlich jetzt das Einzige, wo man sagen können, jetzt wäre im Livestream das natürlich geil. So. Ich hätte ihm gedacht, wenn ich hier zum Beispiel zu Yamaha gehe, dass wir eine Saison eventuell onboard fahren. Weiß nicht, Schwierigkeitsgrad 1 runter. Da gibt ja ein paar Leute, die wirklich Bock auf Onboard auch haben. Oder zumindest einmal die ersten paar Rennen einmal, die ersten 1, 2, 3 Rennen einmal fahren oder mal schauen, wie es uns so gefällt und mir selber natürlich auch. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oh ja, auf Ducati wäre natürlich auch geil. Vor allem bei die, wenn wir Onboard fahren, wäre natürlich Ducati extrem geil. Moto2 kommt eh wieder dann mit dem nächsten. Moto2 macht zwar auch extrem Fun, muss ich schon sagen. Ja, sicher, Teamkollege zum Beispiel von Tom Lüthi. Aber da werden wir dann das nächste Mal das Ganze fahren. Ja, Ducati. Auf der Ducati im Cockpit könnte man fahren, oder Freunde? Oder doch auf der Yamaha? Ducati wurde ja auch gewünscht. Ja, Repsol Honda, sonst haben wir da gar nichts mehr. MotoGP-mäßige Angebote. Nehmen wir die Ducati und probieren wir es einmal on board. So werden wir das machen, die Nummer 1. Genau. Marquez ist ungebrochen, er hat dieses Jahr gewonnen, aber nächstes Jahr bin ich dann dran. Ja, Sam Lowes ist... Oh, what? Sam Lowes ist Weltmeister? Sein Rivale Zarco und Rabat stehen mit leeren Händen da. What the hell? Sam Lowes? Das gibt's ja nicht. Vor Zarco Rabat abgeschlagen. Ja gut, das haben wir aber gewusst, dass Rabat nicht ganz so stark ist. Aber Lowes gewinnt vor Zarco? Da bin ich überrascht. Und zwar auch Zarco relativ souverän eigentlich immer. Okay. Kennt natürlich Quartararo, Vasquez, Bastianini. Da bin ich auch schon gespannt, wer da nächstes Jahr, das habe ich schon wieder gar nicht mehr im Plan, wer da wo, vielleicht wechselt schon von der Moto 3 hier in die Moto 2 auch. Ich glaube Quartararo nicht. Wechselt nicht Quartararo ins Kent-Team? Ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall kann das nächstes Jahr auch alles in der Moto 3 und Moto 2 wieder sehr interessant werden. Vor allem Jonas Folger, da bin ich sehr gespannt. Jonas Folger. Achso, ich rede da dahin. Wir müssen unseren Test fahren, Freunde. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich eine Runde Moto 2 einfach so zum Spaß jetzt nochmal dranhänge. Aber müssen wir nicht. Wir haben ja den Test mit unserer Ducati. Ja super, jetzt habe ich gleichzeitig... sie wird die Handschuhe nicht umzogen. Verdammt! Ja und
die, also die Stärke könnten wir jetzt ja nicht umstellen. Jetzt können wir da eh nichts machen. Ja, das ist unsere Ducati, sehr schön. Mit der Nummer 87, da müssen wir uns auch noch etwas anderes einfallen lassen, so zumindest mit der Farbe. Aber jetzt als Test geht das schon. So, ich würde sagen, die allererste Runde werden wir mal so von außen fahren, dass wir es mal sehen. Dann werden wir das Ganze mit dem Unboard probieren. Vielleicht auch von der Rundenzeit her im Vergleich haben. Eine Stunde hätten wir zu Ende. Wer weiß nicht. Jetzt haben wir die eine Runde hier so fahren. Dann haben wir gleich noch einen Vergleich zu Suzuki. Ich weiß nicht, die Poli habe ich jetzt ungern 31. Schlecht, das kann ich nicht. What? Nein, jetzt haben wir den Test bestanden. What? Wie ist denn das jetzt gegangen? Das war die extrem schlechte Runde. Hä? Okay. Gut, kein Cockpit jetzt. Geil. Ja, wie geil, wie geil. So. Achso, das brauche ich jetzt eh nicht einstellen, wir sind ja eh schon, aber wir werden eventuell gelb nehmen. Ja, wir nehmen gelb. Das passt dann auch bei den Handschuhen und bei den... Das knallen wir jetzt noch schnell rein und schauen wir mal. Müssen wir eh nochmal aussuchen dann. Ja, weiß würde natürlich auch gut passen. Oder irgendwie alles in blau, so dass wir es ein bisschen abheben. Wäre auch eine Möglichkeit. Können wir auch ein bisschen herum experimentieren. Einmal so. Wie immer. So, so bin ich blöd, gelb wollte ich ja nehmen. Genau, ja, gelb schaut schon echt geil aus dazu. Gelb schaut schon echt ganz geil aus. Dann nehmen wir Zitronenbaum, das glänzt ein bisschen mehr, leuchtet ein bisschen mehr raus. Jo, so werden wir wohl oder übel fahren, mit den ein oder anderen Experiment einmal vielleicht, farbentechnisch, aber gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Gut. Das war's mit der Saison. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Wie gesagt, Alex Hoffmann. Wir werden mal primär weiterfahren. Losall. Wir werden mal onboard probieren. Das ist eine relativ schwierige Strecke, aber ja, versuchen wir es einfach mal. Ein Schwierigkeitsgrad runter mal gehen, auch mit der KI. Und onboard. Ich muss zwar die eine Runde mal sicher mal fahren, dass ich mal ein bisschen reinkomme. Aber ja. Werden wir schon hinkriegen, Freunde. Werden wir schon hinkriegen. Ich bedanke mich. Ja, für die ganze Saison natürlich auch. Knall zum Schluss vielleicht noch einmal einen Daumen raus. Wäre ganz nett, würde ich mich freuen. So als kleiner Abschluss, wenn euch die komplette Saison auch halbwegs gut gefallen hat. Und in den Kommentaren, ja, wie üblich, könnt ihr ruhig reinschreiben, welche Vorschläge ihr noch habt oder Ideen oder was auch immer. Ob das mit dem Cockpit, ob doch das eh gefällt. Gut, die haben wir jetzt eh schon ausgesucht, da können wir nichts mehr ändern. Und ja, da werden wir auch mal auf jeden Fall einmal fahren, die ersten drei oder so. Oder das fahren wir mal das erste Rennen, dann schauen wir mal,
wie es gelaufen ist mit dem Cockpit. Und dann schauen wir weiter. So, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und dabei sein bei mir am Kanal. Es geht natürlich immer weiter mit MotoGP bei mir. Ich hoffe, es kommt bald einmal auch ein besseres Formel 1 raus. Da muss ich und werden wir jetzt auch wieder mal, ja, ich wollte eigentlich eh weiterfahren, aber irgendwie, ja, ist dann irgendwie doch nicht so spannend, ich weiß nicht. Gut, ja, dann sehen wir uns bei Alex Hoffmann, beziehungsweise auch in Lausanne wieder mit der Ducati und Bord. Wird auch sicher lustig. Mal ein bisschen Unterschied im nächsten, in der nächsten Saison. So werden wir es höchstwahrscheinlich fahren, wenn es nicht eine komplette Katastrophe ist. Also, das war's wirklich. Bis dann. Danke und ciao, ciao.